Ich freue mich, dass Johann Scholz, ein ehemaliger Ältester bei den Zeugen Jehovas, bereit ist, mit mir über die Missbrauchsfälle an Kindern bei den Zeugen Jehovas zu sprechen. Aus Rücksicht auf seine Familie möchte er allerdings unerkannt bleiben. Herr Scholz, Sie waren viele Jahre als Ältester in der Gemeinde der Zeugen Jehovas tätig. Und kennen daher auch viele Hintergründe, was den Umgang der Verantwortlichen mit dem Thema Kindesmissbrauch betrifft, der ja auch leider häufig bei den Zeugen Jehovas vorgekommen ist. Ja, ist richtig. Ich war 48 Jahre als Ältester tätig. Wow, das ist eine lange Zeit. Wie ist denn Ihr Eindruck? Was sagen denn die einzelnen Mitglieder der Zeugen Jehovas zu diesen ganzen Medienberichten? was den Missbrauch betrifft an Kindern und wie die auch damit umgegangen sind. Also meine persönliche Erfahrung ist, dass die Anhänger von der ganzen Tragödie, Tragödie die sich in ihrer Organisation in dieser Hinsicht abspielt, so gut wie nichts mitbekommen. Aber wie kann man sich das erklären? Denn also die Medienberichte und hier auch besonders dieser Bericht der Royal Commission of Australia sind doch überall im Internet und in vielen Medien ausführlich behandelt worden. Wie kann das sein, dass das keiner von denen mitbekommt? Also die Untersuchungen der Royal Commission sind den meisten Zeugen Jehovas völlig unbekannt. Während beispielsweise die katholische Kirche offen zu den Missständen in ihrer Kirche steht, verliert die Wachtumgesellschaft kein einziges Wort über die Probleme innerhalb der Gemeinschaft. Na gut, aber heutzutage hat doch jeder Mensch normalerweise Internetzugang. Wie kann es sein? Zeugen Jehovas leben ja auch in dieser Welt. Die WTG betreibt eine perfekte Informationskontrolle. Dass die meisten Zeugen so uninformiert sind, ist ein klares Anzeichen dafür, dass diese Informationskontrolle perfekt funktioniert. Nur ein Beispiel, einem Mitältesten, den ich mit den Fakten der Royal Commission konfrontiert habe, traf ich einige Wochen später wieder und fragte ihn, wie ich inzwischen mit den Untersuchungen befasst habe. Er antwortete, er fand keine Veranlassung. Also gerade ein Ältester, der doch nach eigenem Verständnis die Gemeinde schützen soll, reagiert dermaßen desinteressiert. Wie schaffen es denn die Verantwortlichen, ihre Mitglieder in diesen aufgeklärten Zeiten dermaßen zu indoktrinieren? Also man muss sich das so vorstellen. Praktisch in jeder Zusammenkunft, egal ob auf Kongressen oder in der örtlichen Versammlung, wird den Anwesenden suggeriert, alles was in der welt über jehovas zeugen gesagt wird ist eine lüge satans alle informationen durch die medien sind gelogen informationen außerhalb der organisation sind regelrecht verpönt gibt so viel ich weiß äh, acht millionen zeugen jehovas weltweit die können sich doch nicht alle so beeinflussen lassen. nun natürlich gibt es auch zeugen die sich nicht an dieses informationsverbot halten doch die mehrzahl wird selbst wenn sie sich informiert hat Ihre Informationen für sich behalten. Wie, wie das? Also verschließen die jetzt bewusst die Augen vor den Tatsachen? Heißt das, die sprechen untereinander mit ihren Mitbrüdern über diese Informationen überhaupt nicht oder zweifeln mal daran? Nein, zumindest ist nicht öffentlich. Das wäre zu gefährlich. Wenn es zu erkennen gibt, dass er sich im Internet kritische Informationen besorgt hat und diese dann weitergibt, wird ganz schnell der Verbreitung abtrünniger Gedanken bezichtigt und als abtrünniger bezeichnet. Und unter diesen Umständen auch ausgeschlossen. Okay, aber der Ausschluss aus einer Kirche, die mir verbietet, mich über sie zu informieren und auch ähm auf Skandale hinzuweisen, wie es ja bei den Zeugen Jehovas, äh, wie die Zeugen Jehovas das ja gegenüber anderen Kirchen sehr praktizieren. Das sollte mich ja jetzt nicht erschüttern. Normalerweise wird man freiwillig gehen und nicht erst warten, bis man äh, ausgeschlossen wird. Na, das äh, mit dem freiwillig gehen ist so eine Sache. Das ist nicht so einfach. Ein Zeuge Jehovas, der offiziell austritt, egal ob schriftlich oder mündlich, wird als Abtrünniger behandelt oder gebrandmarkt, muss man sagen. Abtrünnigkeit wird als Sünde behandelt und er verliert wie bei einem Ausschluss aufgrund einer Sünde mit einem Schlag alle seine sozialen Kontakte. Unter Umständen auch zu seiner Familie. Das ist unvorstellbar. Das ist ja wirklich finsteres Mittelalter. Und das nehmen die Zeugen Jehovas einfach so hin? Ja, also, zahlreiche Aussagen ließen sich hierfür anführen und belegen, dass die WTG ein striktes Kontaktverbot verordnet. Ja? Wenn ein Familien. Mitglied ausgeschlossen wurde oder wenn es sich selbst ausgeschlossen hat. Hier nur ein Zitat aus dem Buch äh, in Gottes Liebe bleiben. Wenn der Ausgeschlossene außerhalb des engsten Familienkreises wohnt, das heißt nicht in derselben Wohnung, dabei kann es sich um erwachsene Kinder oder Eltern oder Geschwister handeln, so sollte mit dem Ausgeschlossenen der Kontakt auf ein Minimum beschränkt werden. Wer Jehova treu sein möchte, sucht nicht nach Vorwänden für Kontakte mit einem ausgeschlossenen Verwandten der eine eigene Wohnung hat, aus Herzenstreu gegenüber Jehova und seiner Organisation, wird er die biblische Regelung des Gemeinschaftsentzuges nicht unterlaufen. Durch den Verlust liebgewordener Kontakte zu Freunden und zur Familie kommt er womöglich zur Besinnung, steht in Ernst oder sieht den Ernst seines Fehlers ein und kehrt zu Jehova zurück. So steht es hier. Steht das tatsächlich so in den Publikationen der Zeugen Jehovas drin? Das ist ja nach meinem persönlichen Rechtsempfinden äh, Erpressung. So nach dem Motto Willst du deine Familie und deine Freunde wiederhaben, dann musst du deinen Fehler einsehen und in die Organisation zurückkehren. Ja, genau das ist die Strategie, die die WTG verfolgt. Kritik und das offene Ansprechen von Skandalen in der Organisation wird als Abtrünnigkeit und Sünde. Ja, aber vielleicht kann die Person ja gar nicht einsehen, dass es eine Sünde ist, Missstände innerhalb der Organisation anzusprechen. Vielleicht kann er es mit seinem Gewissen überhaupt nicht vereinbaren. Das persönliche Gewissen des Einzelnen spielt in der Organisation eine Nebenrolle. Das persönliche Gewissen des Einzelnen wird durch die Organisation geschult, das heißt, sprich im Sinne der Organisation geformt. Aber die Zeugen Jehovas sind doch nach meinem Wissensstand stolz darauf, alles Mögliche mit irgendeinem Bibeltext belegen zu können. Haben Sie denn eine biblische Grundlage für diese Anordnung? Steht das genauso in der Bibel? Also, Sie verweisen zum Beispiel auf den zweiten Johannesbrief, Verse 9 bis 11. Da steht: Jeder, der vorausdrängt und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, so nehmt ihn niemals in euer Haus auf, noch entbietet ihn einem, ihm einen Gruß. Ja gut, also ich bin jetzt zwar keine Theologin, aber ich kann hier nicht erkennen, dass da gesagt wird, wer Jehovas Zeugen verlässt, ja, der muss gemieden werden. Richtig, ich auch nicht. Johannes spricht in seinem Brief von Menschen, die die Lehre Christi ablehnen oder verfälschen. Die Feinde Christi sollten wir nicht in unser Haus aufnehmen. Für mich hört sich das so an. Als ob die Zeugen Jehovas eine extreme Angst davor haben, ihre Freunde und ihre Familie zu verlieren und deshalb die Augen vor diesen skandalösen Zuständen, was den Umgang mit Kindesmissbrauch betrifft, einfach verschließen. So ist es, aber es gibt einen weiteren Grund. Wie Jehovas Zeugen glauben, mit der einzig wahren Religionsorganisation verbunden zu sein. In dem Moment, wo sie an ihrer Organisation zweifeln, fällt ihr gesamtes Glaubensgebäude zusammen. Wer möchte schon zugeben, sein Leben lang einer Illusion gefolgt zu sein? Ihr Glaube und Ihre Hoffnung steht und fällt mit der Organisation. Nehmen Ihnen die Organisation weg, dann wissen Sie nicht, wohin Sie gehen sollen. Alles, was Sie glauben und vertreten, wird durch die Organisation vorgegeben. Ja? Und selbst wenn, es einem Zeugen biblisch, wenn man einem Zeugen biblisch belegen kann, dass seine Organisation falsche Lehren vertritt, sie werden trotzdem daran festhalten. Also bedeutet das jetzt, dass der einzelne Zeuge Jehovas nur das tut und glaubt, was ihm von der Führungsspitze als Wahrheit vermittelt wird? Genau das wird erwartet. Im Wachturm vom 15. April 1983 wird die Frage gestellt: Wie macht sich unabhängiges Denken bemerkbar? Und ich zitiere mal im allgemeinen dadurch, dass der Rat die Anweisungen und Lehren, die von Gottes sichtbarer Organisation kommen, in Frage gestellt werden. Einige sagen, wir müssen uns selbst eine Meinung bilden über das, was wir glauben sollen. Das ist unabhängiges Denken. Warum ist es so gefährlich? Solches Denken ist ein Zeichen von Stolz. Die Bibel sagt, Stolz geht einem Sturz voraus und ein hochmütiger Geist dem Straucheln. Ja, interessant. Also wer selbstständig denkt, ist stolz. Ja. Äh, gibt es denn aus den internen Kreisen keinen, der diese völlig absurden Lehren und Handlungen irgendwie mal anprangert? Doch, die gibt es und die gab es auch. In den 80er Jahren hatte sogar ein Mitglied äh, oder ein Glied der leitenden Körperschaft versucht, dieses System zu ändern, Raymond Frenz. Doch er und einige Mitstreiter wurden in einer groß angelegten Säuberungsaktion auf die Straße gesetzt und ausgeschlossen. Im Jahr 2001 war es eine Frau, Barbara Anderson, die den Mut hatte, Missstände im Umgang von Kindesmissbrauchsfällen offenzulegen. Die ehemalige Bethel-Mitarbeiterin ist nun eine offene Kritik Kritikerin der Organisation, ja, der Zeugen Jehovas, und hat aktuell Klage bei der Generalstaatsanwaltschaft von Pennsylvania eingereicht, mit dem konkreten Vorwurf, Jehovas Zeugen hätten es versäumt, 775 Fälle von sexuellem Kindesmissbrauch zur Anzeige zu bringen, die sich von 1997 bis 2001 ereignet hätten. Das heißt doch äh, eigentlich, dass die dann auch rausgeschmissen wurde, also ausgeschlossen wurde. Oder? Ja, natürlich. Sie und ihr Mann mussten ihr Leben völlig neu organisieren. Sie konnte auch belegen, dass im Jahre 1997 die Wachtumgesellschaft einen Brief an alle Ältesten verschickte, mit der Anweisung, jeden Fall von sexuellem Kindesmissbrauch an die Zentrale zu melden. Weiter konnte sie nachweisen, dass die Zentrale der Wachtumgesellschaft aufgrund ihrer Anweisung im Laufe von vier Jahren 775 Rückmeldungen aus den Versammlungen erhalten hat. Aber keinen einzigen dieser 775 Fälle von Kindesmissbrauch wurde den Behörden gemeldet. News Hendrickson has been researching this story for months. And last month filed a complaint with the Pennsylvania Attorney General, claiming Jehovah's Witnesses have failed to report 775 cases of child sex abuse from 1997 to 2001. And used donation money to settle child sex abuse cases out of court. Witnesses have been hiding. Approximately uh, six decades of uh, information. In a parallel complaint filed with the New York Attorney General, she forwarded to Pennsylvania, Anderson asked Prosecutors to commence wrongdoing investigations, initiate civil proceedings against Watchtower, issue subpoenas for documents and hold governing members accountable. Schlimm. Das heißt doch eigentlich, dass die Gefahr weiterhin besteht, dass uh, mutmaßliche Täter. Also in der Versammlung tätig sein können. Natürlich. Unbemerkt sozusagen. Ja. Das ist ja das Problem. Sexueller Kindesmissbrauch war unter Jehovas Zeugen weit verbreitet und wurde von den Verantwortlichen systematisch vertuscht um den guten Ruf der Religionsorganisation zu schützen. Man wollte keine Öffentlichkeit und auch keine Unruhe in den Versammlungen. Also der gute Ruf, sozusagen die weiße Weste der Religionsgemeinschaft, war also wichtiger nach außen hin als das tatsächliche Leid der betroffenen Kinder. Ja, deshalb vermeidet es die Leitung, dieses Thema vor ihren Mitgliedern offen anzusprechen. Jede noch so unwichtige Sache wird auf der Internetseite jw.org erwähnt, wenn sich daraus eine positive Geschichte basteln lässt. Dass aber ein Mitglied der Leitenden Körperschaft, Geoffrey Jackson, von der australischen Royal Commission quasi gezwungen wurde, von dieser bezüglich der Missbrauchsfälle in den Reihen der Zeugen Stellung zu nehmen, das hatte keinen Platz auf der Webseite gefunden. Während die Wachtunggesellschaft ausführlich über die Gerichtsverhandlungen in Russland auf ihrer Webseite informiert, stellen sie keinerlei Informationen. Zu den Untersuchungen der Royal Commission zur Verfügung, wie das beispielsweise andere Institutionen getan haben. Unglaublich. Man stellt sich mal vor, der Papst ja müsste an einer solchen, bei einer solchen Kommission aussagen und die Katholiken würden das nur aus dem Internet erfahren. Das ist ja völlig absurd. Wie reagieren denn die einzelnen Zeugen Jehovas, wenn man sie darauf mal hinweist? Wie schon gesagt, die Angst ist bei den meisten groß. Sie zucken nur mit den Schultern, sie wollen nichts davon hören. Ja. Für sie handelt es sich um die Lügen von Abtrünnigen. Also dieses Verhalten erinnert mich an, sehr stark an, ähm, an Menschen, die in, in einem diktatorischen System gefangen leben, wie zum Beispiel in Nordkorea. Äh, die sind einseitig informiert und äh, jubeln dann aber ihrem Führer zu und vertrauen ihm blind. Mich interessiert aber noch, ähm, wie hat denn Geoffrey Jackson die Haltung der Wachturmgesellschaft gegenüber Missbrauchstätern ähm, begründet? Nun, äh, hauptsächlich berief er sich auf die sogenannte Zwei-Zeugen-Regel. Was, äh, was ist das genau? Also, mit ihrer Zwei-Zeugen-Regel stützen sie sich auf 5. Mose 17, Vers 6. Diese Verse werden seit Jahren von der Wachturmgesellschaft missbraucht. Um den Missbrauch in den eigenen Reihen zu vertuschen. Es handelt sich hierbei um eine der schlimmsten Verdrehungen der Bibel. Hierzu muss man wissen, dass das fünfte Buch Mose, auch das zweite Gesetz genannt, im Wesentlichen eine Wiederholung vom zweiten und dritten Buch Mose ist. Es sind insgesamt 614 Gebote und Verbote über diesen Opfer, über den Opferdienst, über reine und unreine Tiere und Verhaltensregeln etc. Und aus diesem Wust von Vorschriften pickt sich die Wachtumgesellschaft eine Vorschrift heraus. Nämlich, wenn es in einer Anklage um Leben und Tod geht, darf er nur auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen hin zum Tode verurteilt werden. Großzügig ignoriert die Wachtumgesellschaft aber andere Vorschriften, wie das Verbot, Tiere zu essen, die Wiederkeulen und gespaltene Hufe haben, oder das Verbot, Kleidung aus unterschiedlichen Materialien zu tragen. Etwa ein Baumwollhemd und ein Wollsacko. Nach gut Dünken sucht sich die Wacht ausrechnet die Zwei Zeugen heraus mit natürlich folgenschweren Ergebnissen für die missbrauchten Opfer. Ja, allerdings bedeutet das jetzt, dass ein missbrauchtes Kind zwei Zeugen besorgen muss, ja, damit etwas gegen den mutmaßlichen Täter unternommen werden kann? So ist es. Das ist der eigentliche Skandal. Sie argumentieren dann auch noch, auch Jesus Christus habe dieses Gebot der zwei Zeugenregel in diesem Zusammenhang als für Christen verbindlich festgeschrieben. Und damit, sie ist für die Christen, ist es also für die Christen heute noch bindend. Ja, und hat Jesus Christus das genauso gemacht? Natürlich nicht. Es wäre absurd zu argumentieren, Jesus habe für den Missbrauch an Kindern zwei Zeugen verlangt, damit ein Täter überführt werden kann. Hier werden die Je Worte Jesu auf das Schlimmste aus dem Kontext gerissen. Ja. Es handelt sich dabei um den Text aus Matthäus 18, Verse 15 und 16, wo wir lesen können: Überdies, wenn dein Bruder eine Sünde begeht, so gehe hin, lege seinen Fehler zwischen dir und ihm allein offen dar. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Wenn er aber nicht hört, nimm noch ein oder zwei mit dir, damit jede Sache. Aus dem Mund von zwei oder drei Zeugen festgestellt werde. Zwei Dinge werden hier deutlich. Jesus spricht hier von einer Sünde, die ein Bruder gegen einen anderen begangen hat. Die WTG bezeichnet Kindesmissbrauch in der Regel als Sünde. Das ist nicht ganz richtig, denn Kindesmissbrauch ist in erster Linie eine Straftat, ein Verbrechen. Ja, das klingt auf jeden Fall logisch. Mich interessiert aber noch, wie hat denn der Geoffrey Jackson vor der Royal Commission. Argumentiert. Äh, tatsächlich hat er sich als Vertreter der leitenden Körperschaft oder als von Jehova Gott eingesetzter Vertreter Jesu hier nicht mit Ruhm bekleckert. Hier wurde ein Mitglied der leitenden Körperschaft von einem Rechtsanwalt mit der Bibel in der Hand komplett entzaubert. Der Staatsanwalt konnte ihm biblisch beweisen, dass diese Regel aus 5. Mose nicht grundsätzlich anzuwenden ist und schon gar nicht in Sachen Kindesmissbrauch. Ja? Und die einzige Antwort, die Jackson einem weltlichen Anwalt geben konnte, war, dass er hofft, Jesus einmal dazu befragen zu können. Drei Wochen später hat Jackson dann eine Erklärung nachgereicht. Wahrscheinlich hat er in der Zwischenzeit die Möglichkeit gehabt, Jesus zu befragen. Ja, und ähm, wie lautete denn seine nachgereichte Erklärung, auf die er sich ja gründlich vorbereitet? Jackson erklärt, dass es in den Versen aus 5. Mose 22, 23 bis 27 nicht um die Klärung einer Schuldfragen des Täters ging, sondern ob die Frau, die vergewaltigt wurde, auch eine Mitschuld trägt. In beiden Fällen wo, war der Mann bereits für schuldig erklärt worden. Das ist, doch, das ist eine reine Spekulation und geht aus dem Versen in keinster Weise hervor. Zudem sagt der Text unwiderlegbar aus, dass es keinen zweiten Zeugen gab. So wie ich sehe, hat die Royal Commission ähm, eine konkrete Forderung gestellt an die Wachtumgesellschaft die Zwei Zeugenregel aufzugeben. Kann man denn jetzt erwarten, dass die Wachtturm-Gesellschaft dieser Forderung einmal nachkommt und die wirklich aufgibt, die Zwei Zeugenregel? Also da wird kaum zu rechnen sein. Warum sind Sie sich da so sicher? Jehovas Zeugen sind doch äh, dafür bekannt, dass sie überhaupt keine Probleme damit haben, immer mal wieder Lehransichten zu ändern. Wie sagt man dann? Helleres Licht, neues Licht? Also, das wäre für die Glieder der leitenden Körperschaft verheerend. Diese Zwei-Zeugen-Regel ist für sie die einzige biblische Position, mit der sie ihr moralisches Versagen in dieser Frage erklären können. Außerdem haben sie auf ihrem internen TV-Sender deutlich gesagt, wir werden unsere biblisch begründete Position in dieser Sache also niemals ändern. Es geht zum Beispiel um unsere biblisch begründete Position dass zwei Zeugen für ein Rechtskomitee notwendig sind, wenn es kein Geständnis gibt. Wir werden unsere biblisch begründete Position also nie ändern. Krass. Wie kann er nur solch ein Statement abgeben? Ja, das ist sicher schon ein Zeichen von Verzweiflung und Hochmut. Und kurioserweise sagen sie im Wachturm aus dem Februar 2017, die leitende Körperschaft... Ist weder von Gott inspiriert noch unfehlbar. Aus diesem Grund kann sie sich in Lehrfragen oder in organisatorischen Anweisungen auch irren. Hm? Wie kann man sowas sagen? Nach eigener Aussage gibt Gott der leitenden Körperschaft doch nach und nach mehr Verständnis, was dazu führte, dass sie Lehraussagen immer wieder änderten, auch wenn sie vorher als unumstößlich galten. Auf mich macht das eher den Eindruck, als habe sich die Wachturmgesellschaft. Aufgrund der massiven Kritik zu dieser Aussage hinreißen lassen. Das heißt ja, es gibt also offensichtlich doch Kritik an dem Verhalten der Wachturmgesellschaft. Ja, sowohl von innen als auch von außen. Wobei die Kritik von außen hauptsächlich von ehemaligen Zeugen Jehovas kommt. Und wie äußert sich diese Kritik jetzt? Also in, in Briefen zum Beispiel oder auch auf viel drastischere Art? ja in the year 2017, came to a demonstration of former Jehovah's Witnesses die vor der the new World Central in Warwick, who exactly against this rule protestiert haben. Troubles of the current Jehovah Witnesses and the former, none of the leaders of the headquarters dared to go out just to talk or at least express the attitude of the organization's leadership towards the event at its walls. The organization even used water as a tool to make the protesters go away. The crossing point included sprinklers, which plentifully poured water on the entrance to the territory to compete with the rain that poured that very morning. We want to thank the guards for this demonstration. We had the opportunity to laugh at such a serious event as a protest rally.